So, willkommen zurück bei Metro Last Light und jetzt gucken wir endlich mal, was hinter der mysteriösen Tür ist. Vielleicht wieder eklige Spinnen. Ja, eklige Spinnen. Ich habe nichts anderes erwartet als eklige Spinnen. So, wie viele Brandgranaten haben wir noch? Zwei. Ausgezeichnet. Es lebt hier alles. Recke! Ja? Wo ist der denn? Durch. Oh mein Gott. Na, da war gerade einer an der Oben. Ah! 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 Recke. Über einer, hä? Ja, jetzt sterbt ihr alle miteinander. Wo ist hier noch eine? Ich höre sie ganz genau. Ah! Angriff koordinieren, ja, das gibt's ja nicht. Thank you.
Zeug da drüben. Ich glaube, ich stelle die Weiche um und fahre darüber. Beute. Geister.
Oha. Wollen wir hier wirklich rein, Tobi? Wieder einmal hatte André mir geholfen, wieder einmal fahre ich mit einem Schienenwagen zu meinem Ziel. Diesmal reise ich jedoch bequem, anstatt mich in eine Gepäckkiste zu verstecken und zu riskieren, auf der Stelle getötet zu werden. Wenn man mich findet, diese Tunnels, durch die ich fahre, scheinen jedoch Dinge zu beherbergen, die gefährlicher sind als die Exekutionstrupps der Roten. Ja. Fiese Monsters. Verdammt fiese Monsters. Ah, nix wie raus hier. Bevor Mutti zurückkommt. Aua! Sterbt auf jeden Fall! Was aus, hätte ich nur die Schrift überhalten. Lass mich da in Ruhe. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv der Wagen aus Metro 2033. Der wird den Rangern fahren unter der Kirche. Pavels Gruppe rückt zur Tretjakowskaja vor, auch als Venedig bekannt. Sie haben ein paar Stunden Vorsprung und bewegen sich durch häufig benutzte Tunnels. Aber ich werde sie einholen. Ich kann es mir nicht erlauben, es nicht zu tun. Ja, und damit schließen wir diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.